Schön, dass ihr wieder da seid. Ich begrüße euch hiermit zum Let's Play Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper und wir fragen mal mit diesem Arbeiter hier. Guten Tag, Sir. Sie haben nicht zufällig eine Aktentasche aus Leder hier irgendwo auf dem Boden liegen sehen? Guten Tag, die Herren. Angenehm. Finlay mein Name. Ich bin der Hausmeister dieses Gebäudes. Und ja, vor nicht weniger als einer Stunde. Einer der Straßenjungen hat sie aufgehoben und weiß Gott, wo sie jetzt sein könnte. Wie bedauerlich. Diese Tasche enthält Dokumente und gehört der hiesigen Polizei. Sind Sie Polizeibeamte? Mitnichten. Ich heiße Dr. Watson. Und das ist der Detektiv Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Der große Detektiv? Sie sind bestimmt wegen des Mordes von letzter Nacht hier. Haben Sie schon herausgefunden, wer die arme Frau war? In der Tat. Dazu musste ich nur einen Blick in die Zeitung werfen. Meine Zeitung ist von heute Morgen. Und über die Identität der Frau stand nichts drin. Ach so, okay. Polizeiliche Ermittlungen. Ich bin eigentlich nicht in die Ermittlungen involviert, aber wenn ich der Polizei behilflich sein kann, werde ich dies gerne tun. Oh, da bin ich mir sicher. Ich habe gehört, dass Inspektor Eberlein für den Fall zuständig ist. Ein fähiger Mann. Aha. Ja, fragen wir mal weiter nach der Aktentasche. Nach dem, was Sie sagen, werde ich die Aktentasche wohl nicht finden. Davon gehe ich aus. Ich hingegen könnte mehr Glück haben. Tun Sie mir als Gegenleistung einen Gefallen. Fast jede Nacht kommt ein Herumtreiber und schläft in einer der Ecken unweit meiner Fenster. Er hustet, brüllt herum und singt manchmal sogar. Er sieht ziemlich kräftig aus und ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Wegen ihm habe ich schon 3 Mieter verloren. Wenn Sie bei der Polizei vorsprechen, werden Sie dieser Angelegenheit vielleicht mehr Beachtung schenken. Erzählen Sie ihm vom Kapitän und Sie werden wissen, um wen es geht. In der Zwischenzeit versuche ich, Ihre Aktentasche zu finden. Okay, das ist doch gut. Oh, so viel zu lesen. Ja. Also, ihr könnt kurz Pause drücken. Und diese Zeitungen berichten alle über diesen Mord. Zum dritten Mal hat Jack also schon zugeschlagen. Auf zur Polizeistation. Gut, aber ich würde mich hier noch gerne umsehen. Hier geht es wohl nicht weiter. Und wie ging es hier zur Polizeistation? I für Inventar, okay. Karte. Ah. Es gibt also sowas wie Schnellreisepunkte. Hallo. Verzeihen Sie, können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Komm doch mit. Es geht ganz schnell und kostet nicht viel. Und mir ist kalt. Nein, danke. Wir sind hier beruflich, aber ich komme dann nach der Arbeit, okay? Polizeistation. Gut, dann machen wir mal Meldung. Und, Gentlemen, haben Sie meine Aktentasche gefunden? Okay, Kapitän. Noch nicht. Ist Ihnen ein Herumtreiber namens Kapitän bekannt? Kapitän? Ja, ein alter Seemann, kräftig wie ein Bär und von Kopf bis Fuß tätowiert. Der Alkohol hat ihn zu einem Obdachlosen gemacht. Wie es scheint, bereitet er dem Hausmeister der Pension am Ende der Straße einige Schwierigkeiten. Und was sollen wir tun? Jede Nacht werden Treppenhäuser, Innenhöfe und Vordächer zu öffentlichen Schlafstätten. Und die Leute kommen nicht nur zum Schlafen. Ich glaube, dieser Mann hat eine Nichte, bei der er manchmal unterkommt. Sie wohnt in der Commercial Street, gleich nach der Seitengasse, mit der Pension. Sie denken an meine Aktentasche, nicht wahr? Glauben Sie, dass diese Frau einwilligen wird, ihren Onkel dauerhaft bei sich aufzunehmen? Das weiß ich nicht. Dennoch sollten wir einen Besuch abstatten. Ja, da stimme ich mal zu. So, da die Leute eh nicht zu viel zu erzählen haben, reisen wir doch gleich schnell zur Pension. So,
eine Seitengasse, also wahrscheinlich hier irgendwo. Nein. Ganz sicher. So. Hier auch nicht. Nein. Verzeihen Sie, können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Es ist so kalt. Kommen Sie, kommen Sie. Wir wärmen uns gemeinsam auf. Also in Whitechapel sind das ja alles ziemlich, Hier muss die Nichte des Kapitäns wohnen. Ach, Gott. Okay. Nein, also das Niveau der Frauen ist hier auf ziemlich niedrigem Stand. Ja. Mal von oben herum hier. Guten Tag, Miss. Sind Sie zufällig die Nichte eines Mannes, der Kapitän genannt wird? Ja, das bin ich. Was hat er dieses Mal angestellt? Er ist doch nicht... Oh mein Gott, ich bin schon unterwegs. Ah, jetzt ist sie rausgekommen. Das wäre sonst etwas zu hochnäsig hier. Na gut. Ihr Onkel. Miss, wir sind gekommen, weil wir Sie fragen möchten, ob Sie Ihren Onkel bei sich aufnehmen würden. Er schläft unter den Fenstern einer Pension und beschert dem Hausmeister im wahrsten Sinne des Wortes schlaflose Nächte. Ich weiß. Ich habe ihn eine Weile bei mir wohnen lassen und da war es nicht anders. Mein Vermieter wollte, dass ich ihn hinauswerfe. Ich schäme mich für ihn, wissen Sie? Auch wenn ich das in Anbetracht seines Gesundheitszustands nicht tun sollte. Er hustet Tag und Nacht. Aha. Also sorgen Sie jetzt für den Onkel oder nicht? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, seinen Husten zu lindern. Ich bin Arzt und könnte ihn untersuchen. Er war schon bei einem Arzt im Hospital. Aber die Medizin ist einfach zu teuer. Es ist schon schwer genug, für meine Miete aufzukommen. Wir kümmern uns darum. Wo können wir Ihren Onkel finden? Das weiß ich nicht. Er müsste sich hier in der Gegend aufhalten, aber wo genau ist mir nicht bekannt. Okay, dann erstmal tschüss. Wir werden ihn finden. Holmes, das wird nicht einfach. Wie sollen wir in Whitechapel einen Alkoholiker finden? Eine Nadel im Heuhaufen wäre einfacher. Kommen Sie, mein lieber Watson, wir müssen zuversichtlich bleiben. Und vergessen Sie nicht, dass wir unsere kleinen Informanten haben. Sie meinen diese Bengel, denen Sie immer etwas zustecken? Genau, meine Geheimpolizei. Einige von Ihnen sind bestimmt in dieser Gegend unterwegs. Wir müssen sie nur finden. Aha. Wo war der Junge? Ist er das? Keine Zeit zum Plaudern, Mister. Ich muss schauen, wie ich über die Runden komme. Okay. Ach, da. An der Betty Street. Guten Abend, junger Mann. Wie geht es dir? Ich kenne ihn. Das ist der Junge, der immer früh am Morgen vor unserem Fenster in der Baker Street lauthals Zeitungen verkauft. Hallo, Mr. Holmes. Freut mich, Sie wiederzusehen. Was kann ich für Sie tun? Okay, Kapitän. Kennst du zufällig einen alten Seemann, der unter dem Namen Kapitän bekannt ist? Ein armer Mann, der oft zu tief ins Glas schaut. Klar, Mr. Holmes. Er ist hier am Ende der Straße, links um die Ecke. Aber seien Sie vorsichtig. Kann manchmal ein ungemütlicher Zeitgenosse sein. Sehr gut, junger Mann. Der Doktor hat sicher eine Kleinigkeit für dich. Watson? Hm? Hören Sie mal, Holmes. Sie sind immer so ein Geizhals, Mr. Watson. Vielen Dank, Mr. Holmes. Jederzeit wieder. Ja, und der arme Watson wird wieder schlecht gestellt. Betty Street. Ja, das hätte ich auch so lesen können. Oh, wer von diesen drei Personen wird wohl der betrunkene Kapitän sein? Ich schätze mal, diese Frau. Nein, aber... Was? Oh, die falsche Taste gedrückt. Was suchen Sie? Gutes Geschäft? Opium? Eine Frau? Ein Seemann? Was? Ja, stimmt. Der Kapitän wurde als kräftig beschrieben. Aber diese Frau ist es wohl auch nicht, oder? Ich wüsste nicht, was ich fragen soll.
Ich höre jemanden ungewöhnlich stark husten, Holmes. Ja, Watson, der arme Mann kann nicht weit sein. Ja, und ich glaube, ihn gefunden zu haben. Sollte dieser Mann nur unter der Bedingung mit uns reden, dass wir seine Lieblingskakerlake finden, wird es heute in Whitechapel einen weiteren Todesfall geben, Watson. Kümmern Sie sich schnell um ihn. In Ordnung, Holmes. Okay, der Zustand des Captains. Sein Gesundheitszustand ist kritisch, Holmes. Ich gebe ihm höchstens noch einen Monat. Gibt es eine Möglichkeit, mein lieber Dr. Watson, dass dieser letzte Monat leise verstreicht? Also wirklich, Holmes, manchmal sind Sie einfach... Ich schreibe ein Medikament auf, das er möglichst schnell gegen seine Schmerzen braucht. Ausgezeichnet. Ich mache mich auf die Suche nach einer Apotheke oder einem Hospital. Okay. Sprechen wir doch mal mit dem Kapitän. Beschaffen Sie das Medikament, Holmes. Wir müssen rasch handeln. Mit Ihnen habe ich nicht gesprochen, also wirklich. Karte. Hospital. Kapitän. Lucys Wohnung. Okay, Hospital. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Hospital. Ach nein. Wirklich? Hallo? Hallo? Ah. Guten Tag, Sir. Dr. Gibbons, mein Name. Sie sind nicht aus dieser Gegend. So ist es, Doktor. Allerdings bin ich wegen eines Patienten aus dieser Gegend hier. Sein Hausarzt hat mich darum gebeten, in seinem Namen ein Medikament zu besorgen. Er hat es aufgeschrieben. Dieses Medikament ist recht teuer und bestimmte Dokumente sind erforderlich, um es unentgeltlich zu erhalten. Aha, übriges Kleingeld. Ja, ist ja recht teuer, aber da reicht ja Kleingeld. Diese Dokumente habe ich nicht. Ich hoffe, mein übriges Kleingeld reicht aus. Ist das genug? Genug, um Ihren Patienten damit einen Monat lang zu versorgen. Soll ich ihm das Medikament auch über diesen Zeitraum hinaus verschreiben? Laut Dr. Watson ist das nicht notwendig. Er erwartet eine baldige Genesung? Eine endgültige Genesung. Bitte, Sir. Danke. Ach so. Ja, wo sind die Patienten? Es ist ziemlich ruhig hier. Eine ungewöhnliche Folge von Ereignissen. Die meisten Leute hier aus der Gegend sind letzte Nacht zu den Lagerhallen gegangen, um dort das große Feuer zu sehen. Die Patienten, die ich hier versorge, sowie mein Personal, haben da keine Ausnahme gemacht. Erstere wurden auf wundersame Weise gesund, letztere krank. Und nach dem Mord letzte Nacht sind die meisten Leute, die nicht arbeiten, anschließend zum Tatort gegangen. Ihre kleinen Wehwehchen müssen bis heute Nacht oder morgen warten. Ein abscheulicher Mord, wie es scheint. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was aus dieser Gegend geworden ist. Okay, dann verabschieden wir uns doch. Ich danke Ihnen, Doktor. Keine Ursache. Gut, dann mal wieder schnell reisen. Hier sehen wir das Medikament. Kapitän. Gut. Beschaffen Sie das Medikament, Holmes. Wir müssen rasch handeln. Wir haben es doch. Beschaffen Sie das Medikament, Holmes. Wir müssen rasch handeln. Hier ist das Medikament, Watson. Kann der Mann aufstehen? In wenigen Minuten sollte er wieder auf den Beinen sein. Und bald wird ihn auch sein Husten nicht mehr plagen. Betrachten wir die Sache als erledigt. Begleiten Sie ihn zu seiner Nichte, während ich zurück zur Pension gehe. Wir treffen uns später bei der Polizeistation. Zurück zur Pension. Okay, zurück zur Pension. Da liegt ja ein kleiner Junge auf dem Boden. Oh. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Perspektive besser findet. Ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Aber bis jetzt spiele ich mit dieser hier. An die bin ich auch durch Rollenspiele ein wenig gewohnt. Und ich schau mal auf die Karte. Wir befinden uns ungefähr hier. Ach, das Stück, das können wir auch zu Fuß gehen. Dass ich dann nicht irgendwelche Zuschauer beschweren, dass wir hier einfach nur schnell reisen.
Und das war doch auch schnell. Ich habe gute Nachrichten für Sie, Mr. Finlay. Wir haben den Kapitän zu seiner Nichte geschickt. Und er sollte für Sie eine Weile kein Ärgernis mehr darstellen. Auch ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe Ihre Aktentasche. Danke, einen guten Tag wünsche ich. Oh, keine Ursache. Ach, sagen Sie, eine Bekannte meiner Frau hat ein Problem. Sie... Ein andermal, Finlay, ein andermal. Auf zur Polizeistation. Okay, dann haben wir also die Aktentasche. Auf zur Polizeistation. Jetzt möchte ich aber noch mal schnell bei... Watson ist nicht bei mir. So, und wenn wir mit diesem netten Mann reden, dann wird es wohl die nächste Folge sein. Denn jetzt verabschieden wir uns erstmal. Ich hoffe, dass ihr weiterhin zuschaut. Mir macht dieses Spiel Spaß. Also, bis dann.